Hallo zusammen, dieses Video beschäftigt sich mit Definitionen zu speziellen Matrizen. Ein paar Definitionen braucht man, damit man sich schnell und einheitlich über bestimmte Dinge unterhalten kann. Der erste Begriff ist die quadratische Matrix. Eine Matrix heißt quadratisch, wenn die Zeilenzahl gleich der Spaltenzahl ist. Und Beispiele könnten sein, alle Koeffizientenmatrizen, die wir da oben haben, oder auch eine Matrix, die vielleicht so aussieht. Die ist auch quadratisch. Sie hat nämlich zwei Zeilen, zwei Spalten und sie wäre, man würde dann von einer Ordnung sprechen. Und zwar hat sie die Ordnung 2. Eine Nullmatrix enthält nur Nullen als Komponente. Würden wir bei einer quadratischen Matrix der Ordnung 2 bleiben, würde sie so aussehen oder eben halt auch beliebig erweiterbar. Eine Einheitsmatrix ist eine Matrix, die in der Hauptdiagonalen. Hauptdiagonale ist die Diagonale, wo die Elemente die Nummern II haben. Das heißt, sie sind gleich A1, 1, A2, 2, A3, 3 und so weiter. Da soll das Ding 1 sein und ansonsten ist es 0. Wenn man sich das Ding hier mal anguckt, das hat jetzt 4 Einsen. Also das ganze Ding ist natürlich quadratisch, hat die Ordnung 4 und man nennt das Ding dann E4. Eine obere Dreiecksmatrix ist eine Matrix, die unterhalb der Hauptdiagonalen nur die Komponenten 0 hat, also nur Nullen enthält. Wie sieht so etwas aus? Es kann zum Beispiel so sein, dass hier die erste Zeile ist völlig egal, da kann alles Mögliche stehen. In der zweiten muss hier notwendigerweise eine 0 stehen. Dann kann kommen, was da will. Es kann noch eine 0 kommen, es kann jede beliebige andere Zahl kommen. Wenn man jetzt weitermacht, kann hier, muss hier eine 0 kommen, da wieder eine Zahl und hier wieder entsprechend auch kann alles Mögliche sein, eine 0 oder 1, aber hier wieder in der vierten Zeile müssen drei Nullen kommen und hier hinten ein beliebiges Element. Und das heißt also, unterhalb der Hauptdiagonalen, dieses hier ist die Hauptdiagonale. Alle diese Einträge hier sind 0 und müssen auch 0 sein, damit das eine Dreiecksmatrix ist. Eine Treppenmatrix ist ähnlich. Allerdings ist es bei einer Treppenmatrix nur notwendig, dass die Zeile, wenn man jetzt hier mal eine erste Zeile hinschreibt, die da drunter kommt, immer mindestens eine 0 mehr hat als die, die da drüber steht. Aber es kann natürlich auch sowas sein. Auch das ist eine Treppenmatrix, denn wenn man jetzt hier mal so ein bisschen zeichnet, findet man hier eine Treppe. So, das waren schon mal ein Haufen Begriffe. Jetzt brauchen wir noch zwei Stück, nämlich die transponierte Matrix A transponiert und heißt AT häufig, manchmal auch A' in manchen Büchern. Und die muss man immer zu einer bestimmten Matrix bilden. Nehmen wir mal hier 1, 2, 3, wie man auch was sieht, alle Elemente unterschiedlich. 4, 5, 6, 7, 8, 9 als Matrix A. Wie sieht dann A transponiert aus? Wie da steht, indem man die Zeile einer Matrix in die Spalte schreibt. Das heißt, hier steht dann 1, 2, 3. Das macht man genauso auch mit der nächsten Zeile. Das heißt, hier steht dann 4, 5, 6. Und mit der letzten Zeile würde dann stehen senkrecht 7, 8, 9. Und damit
haben wir die transponierte Matrix gebildet. Eine Matrix heißt dann symmetrisch, wenn die transponierte gleich der Originalmatrix ist. Was heißt, was bedeutet das? Eine symmetrische Matrix kann man relativ gut konstruieren. In der Diagonalen kann alles Bildmögliche stehen. Nehmen wir zum Beispiel 1, 2, 3. Lassen wir es ruhig mal bei einer kleinen. Dann müssen, wenn das hier zum Beispiel eine 4 in der Zeile steht, dann muss die 4 natürlich auch hier in der Spalte stehen. Wenn hier eine 5 steht, dann muss die 5 auch hier stehen. Wenn hier eine 6 steht, dann muss die 6 auch hier stehen. Das heißt, das Ding ist spiegelsymmetrisch zur Hauptdiagonalen. So, das waren auch schon die wesentlichen Begriffe. Man braucht mehr eigentlich nicht zu wissen. Das darauf folgende Video wird sich mit dem Gauss-Jordan-Algorithmus befassen. Dankeschön.